schönen Tag hier in Esbjerg. So, wie wir sehen, dass wir mal die Hände zusammennehmen und in den Rhythmus klatschen. Wunderbar. So, also, die Hände zusammen, auf geht's. Willst du ein Foto von dir aufmachen? Seit Jahren schon lebe ich mit dir. Und ich danke Gott dafür, dass er mir dich gegeben hat. Als Erinnerung an unser Leben möchte ich dir heute etwas geben. Ein Geschenk für alle Ewigkeit. Sollen wir zusammen? An den Stern, der deinen Namen trägt. Hoch am Himmel seid. Wie schenk ich dir heute Nacht, heute Nacht. An den Stern, der deinen Namen trägt. Alle Zeiten überlebt und über unsere Liebe weint. Irgendwann ist es vorbei und im Himmel wir Platz für uns zwei. Noch ein Stern nach oben für immer und ewig steht. Tausend Jahre wird er deinen Namen tragen und immer noch der Schönste von allen sein. An den Stern, der deinen Namen trägt, hoch am Himmel setzt, den schenk ich dir heute Nacht. An den Stern, der Wahnsinn. So, wenn ihr einmal die Hände ganz nach oben und zusammenführt. Ah, ist das herrlich. An den Stern. Ihr kennt den Text auch da nicht, ja? Kennst du den Text? Komm. Vielen herzlichen Dank. Gute Stunde. Wahnsinn. Im Espelkamp. Ist der Hammer hier. Ist ja wieder der Hammer. Aktuelle CD. Warte auch, verbrennt ihr deine Haare nicht? Ja, hier ist ja, hier ist ja Fackeln. Ja, muss man auch wieder aufpassen. Ja, vielleicht lassen wir hier. Aber diese heißen Fackeln passen natürlich auch zu dieser neuen CD, die ist auch heiß. Das darf man an dieser Stelle so sagen. Dazu kommen wir gleich. Der Stern, der ein oder andere kommt immer zu uns, wenn du unterwegs bist und sagt, oh, ah, kenne ich von DJ Ötzi. Ja. Aber wir wollen natürlich, kann man auch voller Stolz sagen, dass ohne dich hätte wahrscheinlich, wir wissen es nicht genau, wäre DJ Ötzi nicht auf den Trichter gekommen, diesen Titel auch so zu präsentieren. Das stimmt, genau. Ich habe ihn 2006 neu gemacht, in einem Disco-Sound, Disco Fox. Ja. Und ja, dann hat die Nummer funktioniert und danach kam es DJ Ötzi. Danach kam es DJ Ötzi und er hat sich den Komponisten dazu genommen, den EP kennt ihr auch. Und so gab es zwei verschiedene Versionen, die aber beide mega erfolgreich waren. Genau, waren alle mega erfolgreich. Aber musst du es immer wieder mal erzählen, weil da kann man schon schauen. Insgesamt war ich damit 38 Wochen in der Top 100, davon 20 Wochen Top 10 international. Ja, Wahnsinn.
So war das. Aber nicht nur mit ihm, alle CDs besitzen den Charts platziert. Du hast dich auf dem Stern nie ausgeruht, immer wieder ein Ding nach dem anderen sozusagen ins Hitfeuerwerk legen lassen. Genau. Und die Raketen gingen immer nach oben ab. Wir waren jedes Jahr fleißig, haben neue Sachen produziert, sind auch mittlerweile seit, wie viele Jahren sind wir auf Tour? Seit? Seit 10 Jahren. Seit 10 Jahren. Ist ja auch Premiere. Muss man das mal, aber wir waren noch nie. Mal ein riesengroßer Applaus an Jens Heidner und Alpha Autogrammstunde. Aber wir waren noch nie erst bekannt. Das stimmt. Das fehlt mir noch. Verstehe ich gar nicht. Warum waren wir noch nie hier? Weiß ich gar nicht. Ja, weil immer so viel Stau ist, wenn man hierher fährt. Ja, wir haben ja für 40 Kilometer fast 2 Stunden. Wir hatten nicht so viel. Du hast eine Umwelt. Ich hatte mich der Stau. So.